Aldemar HD. Toll. Hey Leute, willkommen in den Weiten des Weltalls. Wir spielen weiter Spacehaven. Guck mal kurz, ob wir das Schiff hier schon geplündert haben. Das sieht gut aus. Das heißt also, wir können jetzt diese Folge damit anfangen, unser Schiff zu erweitern. Also. Ship. Wall. Nee. Ship. Hülle. So, okay. Das muss ich überlegen. Wir haben hier unsere Fabrik. Das ist gut. Wir haben die Quartiere. Jetzt bräuchten wir auf jeden Fall eine Erweiterung. Erstmal für einen großen Aufenthaltsraum. Und der Aufenthaltsraum sollte in der Nähe vom... ist die Frage. Soll der Aufenthaltsraum zentral liegen? Wir könnten das Hangar umbauen. Das wäre schon mal eine gute Idee. Wir könnten das Hangar hier zum Beispiel irgendwie hier hinbauen. Aber wie viel brauchen wir pro Hülle? Cost to build. Komm, wir gucken mal kurz. Was ist jetzt hier? 12. Wir könnten die Hangar tatsächlich woanders hinsetzen. Und zwar nach da oben. Dann hätten wir da schon mal Platz. Brauchen wir das erstmal. Und Basic Blocks haben wir genug. Wir gucken mal, Refine. Hülle, dafür brauchen wir Noble Metals. Oh. Machen wir mal 10 Stück. So eine tolle Waffe haben wir jetzt schon gebaut, ne? Wer ist denn eigentlich der Beste bei uns im Ballern? Komm, wir gucken mal kurz. Können wir das irgendwie auch rausfinden? Medical, Engine, Diplomatic, Logistics. Ich glaube, die sind alle gleich. Sophia, wo bist du? Eigentlich ist der Elmo ja mein Ballermann. Elmo. Geh mal hier hin. Ist sie jetzt fertig gebaut oder nicht? Ist. Aber wo ist sie? Aha. Hier, Elmo. Ist sie nicht toll? So, dann kommt die, bleibt die im Storage. Sophia ist da. Sophia, komm mal her. Craft. Das ist noch eine Knarre, Sophia. Das ist eine Schrotflinte. Bist du jetzt nicht froh? Sehr schön. Okay. Diese Couch müsste ich ändern. Ich könnte auch den großen Tisch hinsetzen oder generell Tische. Die kommen ja gut dahin. Könnte ich auch vier große... Pass auf. Dismantle. Dismantle. Die runden Tische lassen wir mal weg. Click for me to salvage. Da wollte auch das eine Schiff salvagen. Im Ernst? Ja, das kann man. Aber dann haben wir Stress. Nö, ist alles. Noch eine Sache. Ein Dingensbummens. Ups. So, weiter. Okay, wir haben zweites Lagerdingens. Also dann räumen wir gleich die hier oben. Wir bauen noch ein zweites Shuttle. Zwei Mindinger reichen. Die werden dann da oben hingesetzt. Da machen wir am besten... Hier ist die Luke. Wir könnten hier unseren Aufenthaltsraum hinmachen. Neben der Schleuse. Und dem Dingensbummens. Ich würde... Theoretisch könnten wir auch das, das Lager woanders hinsetzen, dass das Lager zentraler liegt, hier vielleicht, und den Aufenthaltsraum dann hier hinzulegen. Dann ist das Lager da, Aufenthaltsraum ist hier mit Küche, und hier machen wir einen Durchgang mit einer Tür. Das könnten wir mal machen, damit wir endlich mal hier ein bisschen Zeug ummodeln können. Ich meine, wir haben das ja, ich meine, wir sollten schon mehrere Türen haben, das ist das Problem. Gerade wegen... Obwohl, das, die zählen nicht als Luftschleusen, oder? Sollten sie aber eigentlich. Entschuldigung. Sollten eigentlich als Schleusen denken. Ich meine, warum sind die Türen sonst so riesig? Ja, was ist denn der Sinn und Zweck, wenn nicht Druck und das Weltraum draußen lassen? Den Weltall. Das Weltall. Unreachable Areas. Ah ja, da kommt ihr schon noch hin, keine Sorge. Ihr macht das schon. Ich glaube an euch. Ihr müsst das nur bauen.
Jetzt haben sie überall ihre Anzüge an, ne? Ja. Die sterben jetzt nicht, unsere Pflanzen. Aber die sind ja in ihrem Kokon quasi. Es ist halt noch komisch. Eigentlich müsste jetzt das Weltall halt aufgehen. Aber tut's halt nicht. Ich glaube, das würde auch viel zu viele Probleme verursachen. Die Powernote hier macht auf jeden Fall dann ein Problem. Bauen wir mal kurz einfach mal eine Powernote hier hin. Die auch nicht sehr effektiv sein wird dann. Dann machen wir die Powernote eine hier hin. Und eine gleich an das Licht hier. Also, ach, die wird wahrscheinlich da stehen bleiben. Vermute ich mal. Ich wollte gerade sagen, was... Eigentlich hast du doch gar nichts mehr zu tun. Da gibt's nichts mehr. Es gibt noch ein Ding ins Bummens. Ach nee, ihr habt immer noch ein paar Ressourcen ab wahrscheinlich. Hallo? Kann ich auch irgendwie drehen? Kann ich das von hier aus machen? So vielleicht. Ne, ist die blöde Lampe da. Ah, hier. Da. Oh, die haben wir an alles gedacht hier. So. So, das haben wir gleich. So, bist du jetzt mal fertig? Ich glaube, es hat ein Problem. Irgendeiner will andocken, aber warum? Und dann? Noch was holen? Okay. Okay, so. Ist die Frage. Entweder machen wir jetzt hier den Aufenthaltsraum rein und das Lager und das neue, die neue Schleuse. Und hier bleibt unser Werkstattraum. Könnten wir auch so machen. Ich meine, die Schleuse können wir dann immer noch umsetzen, wenn wir wollen. Aber andererseits haben wir auch unser Generatorraum. Wir bräuchten schon was für unsere Hangar. Komm, gucken wir mal. So, das hier. Movecraft. Ne, halt. Releasecraft Dismantle. Oh, wir können das gar nicht, Warte mal, probieren wir mal kurz. Releasecraft. Oh, das kann ich nicht setzen. Das ist ja blöd. Ich kann es dismanteln. Komplett. Ich probiere gerade erstmal was. So. One, das Ding jetzt bummens. Das ist ja schon ganz schön groß, Shuttle-Hanger. Meine Güte. Wir bauen jetzt erstmal hier nochmal eine Wand hin. Es muss erstmal jetzt noch zugemacht werden. Machen die Wände zentral. Das ist mal nur eine. Eine nach da oben. Da ist der Korridor. So. Ja. Ja. Am besten ist, wir schieben. Ich muss halt irgendwelche Räume umschieben. Ich will überlegen, ob wir jetzt das Hangar dahin tun oder nicht. Das Hangar muss eigentlich noch größer sein. Aber wenn wir hier alles umräumen würden, hätten wir noch mal Platz für noch einen Hangar wahrscheinlich. Den Maschinenraum müssen wir erweitern irgendwann. Mach das mal die Wände dahin. Und dann, bauen wir mal einen schönen Aufenthaltsraum. Oder? Der ist halt, ich muss halt überlegen, die gehen ja immer ziemlich weite Strecken. Zum Aufenthaltsraum, vom Lager. Also sollten Lager und Aufenthaltsraum nie weit voneinander entfernt sein. Alles andere ist egal. Oh, wir könnten... Pass auf. Scheiße. Wir könnten zum Beispiel auch jetzt das da oben hinsetzen. Oder den Raum hier noch erweitern. Und dann bauen wir hier die Luke hin plus Lagerräume. Das könnten wir tatsächlich machen. Dann bauen wir jetzt erstmal den Aufenthaltsraum da hin. Zur Hälfte, Hälfte Aufenthaltsraum.
Dann kommt hier Lager hin. Oder hier. Und hier kommt noch Grow Beds hin. Ja, lassen wir es mal alle schlafen. Jetzt müssen wir erstmal pennen. Wir müssen halt, ich muss halt überlegen. Das kann halt tot sein. Wenn ich das nicht richtig mache, dann sind wir hinüber. Wegen Laufstrecken und so. Das ist ja immer so ein bisschen bei so Spielen, muss man ja gucken. Obwohl das bis jetzt ja super ging, habe ich auch nicht groß aufgepasst. Guck, die gehen immer zu einem Lager und essen dann. Deswegen sollten die definitiv beieinander liegen. Okay. Baut erstmal diese bescheuerten Wände, meine Güte. Guck mal, jetzt kann ich's moven. Ah, jetzt kann ich's moven, theoretisch, weil ich hab's released. Dann würde das gehen. Da könnte man ja sogar viel Platz sparen. Da setzen die auch. Aber das könnten wir auch hier unten machen. Jetzt habe ich nur ein Problem mit dem Craft, wo auch immer es ist. Habe ich es weggetan für immer? Oder nicht? Ja, wo ist das gute Schmuckstück? Crew 1, Oxygen. Jetzt ist es wahrscheinlich unterm Raumschiff. Da! Claimcraft. Okay, machen wir das mal wieder so gut. Jetzt wissen wir, wie es geht. Wir müssen einfach nur auswählen. So, jetzt haben wir den Raum hier. So, folgendes. Jetzt machen wir das hier. Move. So, schön in die Ecke, ne? Oder machen wir hier... Soll einen Gang hinnehmen, haben wir nicht. So. Dann haben wir hier einmal die lange Couch. Ach so, so habe ich das gemacht. Aber hat ja eigentlich gut gepasst. Warte mal kurz. Dann machen wir hier mal weg. Erstmal die lange Couch. Dann diese hier. Bam. Oder ich mache nur eine Couch. Warte mal, weg. Ist mir egal. Move. Production, pass auf. Das lassen wir noch kurz da unten. Wir bauen neue. Ein effektiv bauen, sorry. Stühle. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier eine lange hin, weil wir brauchen eine Pause. Oder hier. Ne, dann kommt hier der Tisch hin. Pass auf. So. Müsste das gehen? Der nimmt einen ein. Das müsste tatsächlich funktionieren. Wir können aber auch hier zwei einfach hinsetzen. So. So, und dann hier noch ein Stuhl. Dann haben wir eins, zwei, genug haben wir dann auf jeden Fall. So, dann die Kitchen. Kann ich die so hinsetzen, aber dann machen wir so. Dann kommt die Jukebox. Arcade-Maschine. Geil, oder? Das ist so ein großer Aufenthaltsraum. Vielleicht wäre das zu viel Platzverschwendung. Pass auf, machen wir die Arcade-Maschine hier hin. Hier hin. Wall. Alles die gleichen. So. Zwei und Ausgänge, weil wir wollen ja schnell und effizient überall hingehen können. So, dann ist da der Aufenthaltsraum. Wunderbar.
Mit einem 1x1-Korridor immerhin besser als gar nichts. Sie können den immer noch vergrößern. Dann brauchen wir den Storage Room. Jetzt die Frage. Jetzt könnten wir theoretisch den Storage Raum daneben bauen. Ist ganz schön teuer, ein Storage Raum. Guck mal, dass wir damit aufgehört haben. Machen wir hier. Baut mal ein paar davon. Food Group. Das Essen schon wieder so scheiße rar? Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt können sie gar nichts an Essen herstellen. Ist auch scheiße. Oh Mann, auch blöd. Das andere Raumschiff ist auch nicht da. Überlege, ob wir springen sollten. Aber noch ist keiner am Verhungern. Genau, baut man lieber die Küche schnell. Guck mal, jetzt haben wir hier Platz. Da können wir nämlich den Generatorraum erweitern. Los, 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 schneller. Genau so. Und dann brauchen wir eine Power Note. Mal so. Baut mal die Power Note. Fruits und Root Vegetables. Das sind nur Vegetables. Die brauchen echt ewig hier. Wir müssen einen Grow Room eigentlich bauen, vielleicht daneben. Und den Lagerraum ja hier hin. Baut erstmal bitte die Power Note, bitte. Und wir müssen springen, glaube ich. Oder preparen dafür. Weil wir sind ja hier ziemlich fertig. Wo auch immer du jetzt hingeflogen bist. Da sind immer noch Ressourcen. Eins, zwei. Nö. Und da ist das Schiff. MS Columbia. Job-Error. Pass auf, vielleicht sollten wir da mal hinfliegen. Vielleicht können wir mit denen handeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh. Oh, da kommen wir nicht ran. Bauen wir halt noch eine Power Note. Weil da muss ja auch was ändern dann. Wir springen aber mal ins andere System, würde ich sagen. Das ist zu weit. Jo, ist zu weit. Machen wir es hier hin. Überhaupt nicht zu viele Power Notes. Prepare. Ah ne, wir sind schon dabei. Und warum Sylvia draußen ist, weiß ich nicht. So, die hat es gebaut. Ach so, genau. Die Power Note ist doch nicht draußen. Aber na gut. Sylvia, du erstickst da gerade. Wenn du jetzt deswegen stirbst, bin ich sauer. Oh Mann. Sylvia. Sehr schön. Und jetzt Elmo. Elmo ist dran. So, Elmo, ich bin sehr stolz auf dich. Geh auch ersticken. Meine Güte. Hat nur ein Teil gebracht. Um einmal da drum herum zu fliegen. Wollen echt. Jetzt will ich wissen, was macht der hier? Funktioniert er super. Leute, baut das doch da oben mal. Oder Insufficient Funds. Boah. Doc. Da. Pass auf, jetzt müssen wir das hier mal canceln. Salvage. So. Alles gut. Archie, fein. So, okay. Dann haben wir wahrscheinlich zu wenig... Nee, alles gut. Alle an Bord. 1, 2, 3, 4... Gut, dann fliegt noch einmal da runter. Elmo. Ich muss doch dieses blöde Ding da mal fertig kriegen. Und dann fliegen wir los. Und. Los. Jump.
Alle an Bord. Ich will nochmal prüfen. 1, 2, 3, 4, 5. Keiner draußen. Ich hätte mal speichern sollen, bevor ich springe. Okay. Ich muss unbedingt meine Lebensmittelproduktion mal ändern. Oh oh. Evade. Evasion succeed. Drop. Oh, was ist denn passiert? Ich würde gerne wissen, ey, übel. Wie gesagt, falls wir sterben, ist nicht so schlimm. Ja, ich spiele gern mehrere Runden oder noch eine direkt drauf. Weil hier ist echt viel Content. Wird nicht langweilig, nicht so schnell auf jeden Fall. So, Elmo. Gehst jetzt den Anzug anziehen und gehst mal alleine darüber. Und der Rest arbeitet hier erstmal. Wir brauchen aber Essen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr uns um Essen versorgen kümmern. Ist gut, dass ich jetzt nicht das Hangar da hingesetzt habe, weil wir müssen unbedingt einen Raum voller Ressourcen bauen. Aber hier ist schön groß. Elmo, ich hoffe, du reist mit deiner Submachine Gun alleine. Pass auf, jetzt haben wir hier voll die Alien-Seuche. Bin gespannt. Leute, wir müssen unbedingt die Küche anschließen. Das geht so nicht. Okay, los geht's. Du schießt aber ganz schön langsam, ne? Ja, was ist denn da? Ist doch gar nichts. Ich dachte, das ist ein Sturmgewehr. Du kannst jetzt bestimmt viel schneller schießen hier. Jetzt holen wir den SMG. Die müssen doch bestimmt schneller schießen. Hier ist die Brücke. Was uns irgendwie auch gar nichts bringt, zu wissen, dass sie hier ist. Aber ich sag's immer. Okay, da geht's weiter. No path found. Das glaube ich dir nicht, Sylvia. Jetzt müssen wir mit Elmo kämpfen. Das Essen. Jetzt holen wir zuallererst rüber. Hier ist wieder ein Data-Dingens. Das ist gut. Nehmen wir mit. Vielleicht sagt uns das irgendwann irgendwas. Oder Baupläne. Wer weiß. Das hätten sie ja fast rundenbasiert machen können. Mit dem an Bord kämpfen. Finde ich irgendwie. Aber so ist auch gut. Elmo, wir müssen bald Sauerstoff holen. Das merkt der Elmo schon selbst. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. So, linken wir die mal ganz kurz hier. Machen wir so. Zack, Strom in der Küche. Woo! Sehr gut, dann sind die wieder da glücklich. Können wieder Essen machen, falls wir überhaupt können. Hier ist der Engine Room, Generator, Reaktorraum, Rektorraum. Hier ist was, oder? Nee. Guck mal, hier sind Bürosachen. Ist mir vorhin nie aufgefallen, sowas kann ich ja nicht bauen. Ups, nein, nein, nein. Hör mal auf zu schießen. Jetzt wollen wir uns mal eine Ladung Oxygen holen. Ja, ich weiß. Ist immer noch draußen rumgammeln, ich fasse es nicht. Starvation, Elmo. Elmo, hast nichts gegessen? Wir haben noch nichts zu essen. Ist das das Gelbe? Schlafen? Ah. Was ist das denn da? Das ist ein Air Scrubber, ne? Sehr
Sehr schön, das haben wir. Dann salvagen wir mal. Aber wir holen erstmal nur das Essen von Bord. Und zwar das hier, das. Der Rest ist mal egal, okay? Holt das erstmal, weil wir müssen die noch fertig bauen. Ah, Gott sei Dank. Okay, dann als nächstes definitiv der Raum für das Essen. Wir brauchen mal hier so ein großes. Und zwar kommt hier die Dingens hin, also so. Bam. Und dann müssen wir die um... Was ist, wenn ich die... Bei... Ich sollte warten, bis die fertig sind, ne? Die sind bei wie viel Prozent hier? 20. Ich weiß nicht, wenn ich die umbaue, sind die wahrscheinlich abgebrochen. Elmo, willst du nicht, Ach, Elmo ist am Schlafen. So, ein großes Growbed. Da haben wir hier Korridor, da Korridor. Das könnten wir erweitern. Theoretisch. Obwohl, das ist halt eigentlich blöd, die Betten alle an der Außenwand zu haben. Ich hätte die irgendwie nach innen machen sollen. Jetzt gehen sie alle essen. Guck mal, funktioniert, oder? Da ist schön Platz. So, Leute, das muss auf jeden Fall gebaut werden. Was fehlt euch denn dafür vielleicht? Wenn überhaupt. Wir brauchen noch ein zweites Klo. Auch hier hinsetzen. Wie gesagt, die Schlafkabinen. Ich meine, wir können auch irgendwann hier noch weiterbauen. Eins. Hier noch ein Flur wenigstens zwischen den Schlafkabinen. Dann baue ich den allen noch eine zweite Tür rein und noch ein zweites Klo. Weil hier ist blöd. Dann müsste ich hier nochmal erweitern. Was wollte ich nicht? Ich wollte ja in einer Richtung irgendwie schmaler werden. Irgendwie, dass wir so eine Schiffsform bekommen. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir das dann wahrscheinlich doch nicht. Jetzt schlafen erstmal alle. War überfällig. Aber genauso überfällig ist zu beenden dieser Folge. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Space Haven. Ja, wie immer. Bis dahin. Haut rein, Leute.